So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ihr habt schon im Titel gelesen, mein zweites Icon-Set, dazu mehr am Ende vom Video, also bleibt dran. Davor gehen wir noch ein paar Sachen durch, wie die neue Food-Swap-Deals, die gekommen sind, plus ein kleiner Trading-Tipp am Rande, wie immer. Jeden Tag ein kleiner Trading-Tipp muss sein, dass ihr immer wieder ihr neue Trading-Tipps habt. Nehmt es auf den Weg, probiert daraus zu lernen und nicht einfach blind nachzumachen. Bevor wir dazu kommen, danke für euren Support gestern, wir sind jetzt, glaube ich, 2 Abonnenten vor 4300, jetzt ist es gerade 12 Uhr, vielleicht um 16 Uhr, wenn das Video online kommt, sind wir bei den 4300 Abonnenten schon angelangt. Danke auf jeden Fall für euren Support, ihr habt es geknackt. Wir haben echt so eine geile Community, wir werden immer größer. Also wenn ihr Bock habt, lasst gerne ein Abo da, würde mich sehr freuen. Vielleicht bis morgen, sage ich einfach mal, 4310 Abonnenten, würde mich natürlich sehr freuen. Viele haben mich gefragt, warum ich das immer anspreche, weil ich sonst immer Videos bringe und 80%, die meine Videos schauen, haben nicht abonniert. Und dann mache ich auch pro Video kaum Abos. Und ja, wenn man YouTuber ist, will man immer natürlich wachsen. Und wenn ich es anspreche, mache ich Abos. Deswegen spreche ich es auch an. Abonnent sein ist ja kostenlos und ist auch kein Muss. Nur natürlich die Leute, die auch wissen, die haben Bock, ja, hier aktiv zu sein und sonstiges, können mich gerne abonnieren. So viel dazu. Jetzt fangen wir an. Wir haben mit Food Swap Deals gestern rausgekommen. Schauen wir uns an. Diesmal ein sehr, sehr geiler Monat, wie ich finde. Also sehr, sehr geile Idee von EA. Erstmal haben wir hier ein Jumbo Gold Pack. Ich glaube, sprich ein 7K Pack oder sowas ähnliches. So sind 24 Objekte, 3 selten, nichts Besonderes. Müsst ihr auch nur eine abschließen davon. Dann haben wir für ein Premium Goldspieler Set, sprich ein 25K Set für 2, ja, Swap-Spieler, jetzt hat man schon einen kostenlos von EA bekommen, auch natürlich sehr geil für 2 Stück, aber das interessiert uns alles noch nicht. Dann haben wir für 3 Stück ein 87er, 3 Stück wird jeder von uns sammeln, egal ob er sie sammelt oder nicht, ich glaube ihr versteht was ich meine, also ob ihr Squad Battle spielt oder sonstiges, 3 Stück wird jeder von euch haben und ein Pepe in 87er mit kranken Stats, wie ich finde, vielleicht 3 schweren, nicht schwache Fuß, sein einziges Manko würde ich mal sagen, ansonsten kranke Stats, 99 Beweglichkeit, kann man sich auch mitnehmen, kann man sich auch überlegen, für 3 Stück, wenn man sagt, ja ich bin eh nicht der Food Swap Deals Jäger oder Sammler, kann man natürlich sich so einen auch mitnehmen. Ansonsten haben wir noch für 4 Spieler hier ein seltenes Megaset, bedeutet ein 55K Set. Dann geht es weiter, ein Timo Werner, 5 Stück, wird auch eigentlich mit noch jeder sammeln müssen, der so ein bisschen auf die Jagd geht. Auf die Jagd geht, hört sich so komisch an, aber ihr versteht, was ich meine. Ja, haben wir hier einen Timo Werner, 87er Rated, Spieler mit 94 Abschluss, 95 Sprintgeschwindigkeit und Antritt, eine Ausdauer von 89, also mit kranken Stats. Wenn ihr vielleicht ein Bundesliga-Team habt, kann man sich auf jeden Fall überlegen, so einen Werner mitzunehmen. Geile Stats. Und den ich zum Beispiel im Player-Pick hat, kommen wir jetzt. Robertson. Wer also einen englischen Linksverteidiger braucht, Leute, glaubt ihr, nehmt ihn euch mit. Ich habe ihn auch schon, ja, über 200, 300 Spiele jetzt gespielt. Wie gesagt, ich habe ihn als roten Player-Pick. Überkranke Stats. Und Kanal lässt sich einfach krank spielen. Geiler Linksverteidiger kommt mit Van Dijk linken, mit Fabinho linken. Aber wie Fabinho, Van Dijk braucht meistens noch immer so einen grünen Link. Und da habt ihr auch einen grünen Link mit Robertson. Dann geht es weiter mit Thomas Meunier, keine Ahnung wie ausgesprochen wird, Altfood Birthday Karte, auch mit geilen Stats, hat Roulette Gang Werte. Roulette Gang bedeutet, wer es nicht weiß, alle Stats, ja, hier unten links die 6 Stats, die ihr seht, alle mindestens auf 80 zu sein, das hat er, bei Physis ist er fast auf 90. Ich glaube, ihnen fehlt nur Beweglichkeit und Balance, das kann man vielleicht ausgleichen mit einem Chemistry Style, ansonsten geile Stats, kann man zum Beispiel mit Neymar linken, Neymar hat nicht immer einen guten Link. Außer vielleicht Brasilianer, kann mit Neymar linken und mit Belgier, also habt ihr schon gute Möglichkeiten, ja, ihn zu linken, kann man sich auch überlegen mitzunehmen, kostet glaube ich jetzt auf dem Markt über 200.000 Coins. Dann haben wir ein 100k Set, nichts Besonderes, ein 125k Set, nichts Besonderes. Dann kommen wir weiter zu Griezmann, wo ich auch überlege, vielleicht ihn mitzunehmen als 90er Rated Karte, 12 Stück braucht man, aber dann wiederum denke ich, dann sammle ich halt 2 Stück mehr und hole mir lieber das Icon Set mit. Weil ich will in Zukunft auch noch Icon-SBCs machen und da spare ich mit 300.000, 400.000 Coins. Und vielleicht ziehe ich ja daraus auch noch was Spielbares wie Cruyff, Eusebio oder sonstiges, man weiß ja nie. Diesen Monat werde ich auf jeden Fall auf dieses Set gehen, also Basis-Icon-Set, dass ihr Bescheid wisst, wenn ihr fragt, ey Pains, was nimmst du überhaupt mit? Ich nehme das Icon-Set mit. Viele fragen manchmal, sind die Food-Swap-Deals hier tradable? Nein, alles ist hier untradable. Aber das Wichtige ist, hier spart ihr euch 300.000 Coins für das Icon-Set. Plus ihr habt die Chance, vielleicht was Spielbares zu ziehen. Und dann muss es nicht in die Icon-SBC rein. Und dann haben wir noch einen Douglas Costa für 14 Dinger. Also auch genau wie hier. Food-Birthday-Karte, Douglas Costa. Auch kranke Stats. Bis auf 3 Sterne, schwaches Fuß. Kann man ihn auf jeden Fall spielen. So viel dazu, Leute. Hier ein Rückblick. Martinez. Geile Stats. Ich schau mal kurz auf Footbin. Kostet er momentan 88.000 Coins. Kann man leider nur mit Colombianer linken. Die Liga, was ist das für eine Liga? Portugiesische Liga kann man auch sehr schwierig zu linken, aber kann man vielleicht noch irgendwie linken mit Icons oder zum Einwechseln nur. Ja, wenn ihr was untradable habt, bezahlt ihr vielleicht nur 70, 60.000 Coins. Ansonsten kostet er euch 88.000 Coins. Mit
einen Packwert von 35.000 Coins und 45.000 Coins. Bricht einen Packwert von 80.000 Coins bei einem Spieler, der 88k kostet. Bedeutet nicht, dass ihr jetzt die 80.000 rausholt, sondern nur das Pack. Beispiel ist ein Megaset, kostet 35.000 Coins, wenn ihr es im Shop kaufen würdet mit Coins. Und das hier 45.000 Coins. Und dann seid ihr bei einem Packwert von 80.000 Coins, bei einem Abschlusswert ungefähr von 9.000. Also ich würde sagen, wenn ihr überhaupt nichts zieht, bezahlt ihr allerhöchstens 80.000. Und wenn ihr nichts untradable habt, ja, ob die Karte sich lohnt, kann man kurz drauf rüberschauen. Allein wegen der Nation ist es sehr schwierig, aber hat auch nur 3 Sperren Spezialbewegung. Hat ansonsten keine schlechten Stats, aber ich würde sagen, über 40.000 Coins würde ich für ihn nicht bezahlen. Allein weil man ihn nicht so gut linken kann und 3 Sterne Spezialbewegung, da muss ich ganz schnell los. Also ich würde ihn ein Nein geben, lohnt sich nicht. Kann jeder für sich sehen, vielleicht nehmt ihr ihn euch auch einfach mit. Weil ihr einer seid, der die Flashback-Karten sammelt, dann nehmt ihn euch gerne mit von mir aus. Aber ansonsten würde ich ihn nicht abschließen. Ja, seid nicht so SBC-gierig, am Ende sind das nur Coinsfresser, die euch Coins wegnehmen wollen für Team of the Season. Deswegen habe ich mir auch keine Food Birthday SBC gemacht, weil ich weiß, worauf EA hinaus will. Sie wollen euch für Team of the Season so viele Coins wegnehmen wie möglich. Deswegen behaltet lieber eure Coins, spart. Team of the Season kommen sehr, sehr geile Karten, geile SBCs. Und dann habt ihr mehr Coins zur Verfügung, habt auch mehr Spaß daran. Allerhöchstens würde ich sagen 5 Wochen und dann haben wir Team of the Season. Für mich das beste Event im Jahr. Okay, so viel dazu, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Ich kann euch kurz sagen, morgen kommt eine überteuert verkaufen Liste. Übermorgen wird dann ein dieses Spiel, dann müsst ihr euch kaufen, Part 2 Video kommen. Und ja, dann wisst ihr Bescheid, was ihr morgen und übermorgen erwartet auf diesem Channel. Freitag dann noch meine Weekend League Rewards Gold 3. Wird nichts Besonderes sein, aber trotzdem werde ich sie aufnehmen. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, Leute, dann lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Ein Abo unterstützt mich sehr, motiviert mich auch sehr. Und jetzt seht ihr mein Icon-Set. Ich bin raus. Und ciao. Okay, Leute, ich weiß nicht, wie ich es euch reinschneiden werde. Bevor ihr das seht, habt ihr bestimmt gerade ein Trading-Video gesehen oder ein Trading-Tipp. Jetzt kommen wir zu den Icon-Set. Wir werden erstmal das 2-Spieler-Set öffnen. Ja, währenddessen kann ich euch sagen, was mein Wunsch ist. Ja, kann man das so sagen? Ich glaube schon. Ich lasse mal, ja, sicherheitshalber oben links neben die Aufnahme auch noch laufen, sollte OBS irgendwie reinchoken. Und hier haben wir sogar noch einen Holländer, Leute. Vielleicht ist das ein gutes Omen. Mein Ziel ist es, nicht mal Ronaldo zu ziehen, sondern Hullet. Alle meine Real-Life-FIFA-Freunde, also die auf FIFA zocken und so, wissen, dass ich unbedingt nur Hullet haben will. Mir ist nicht so wichtig wie 90er Hullet in FIFA. Jetzt nicht im kompletten Leben, da übertreiben wir nicht. Aber ansonsten, Ronaldo, Eusebio, Cruyff, mit jedem anderen wäre ich auch zufrieden. Das ist jetzt nicht auf einem Account, wo wir Vera gezogen haben, sondern auf meinem eigenen Account. Der andere Account, wo ich Vera gezogen habe, ist der Account, wo ich mit meinem Bruder zusammenspiele. Das ist der Account, wo ich alleine drauf bin. Oh mein Gott, ich brauche nur Hullet, ich bitte dich, ich werde es jetzt öffnen. Komm schon, Alter, push dich rein, EA. Bitte, wir werden nochmal kurz einen Screenshot machen. Ich will es jetzt auch nicht zu lang ziehen. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, dafür, dass ich noch eine SBC gemacht habe. Echt nur fürs Video, sonst hätte ich es niemals gemacht. Sonst wäre die SBC echt zu teuer. Musste selber alles kaufen, habe Spieler wie Tevez und so weiter abgegeben. Wir ziehen es in 3, 2, 1, let's go. Bitte, Hullet oder Ronaldo. Komm schon. Alle meine Real-Life-FIFA-Freunde, also die auf FIFA zocken und so, wissen, mir ist nicht so wichtig wie 90er Hullet in FIFA. Komm schon! Komm schon, EA! Bitte! Nicht. Kloibert. Wann ist du ruhig? Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, dann lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus. Es ist ein Witz! Haut da rein. Und ciao.